So. Dann lass uns mal scharf stellen. So. Ja, es war unscharf. So. Und jetzt ist es scharf gestellt. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Jetzt ist es endgültig. Wir können nichts mehr ändern. Das Foto ist weg. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Wir sind wieder zurück in unserer Realität. In hoffentlich unserer Realität. You suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Nein, das ist keine gute Idee. Das würde ich schön bleiben lassen. Aber es kann offensichtlich nur einer leben. Also, ja, es kann nur einer leben. Entweder Chloe oder William. Aber dann stehen wir doch mal auf und puzzeln mal unsere Teile zusammen. Anschlagbrett untersuchen.
close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Dann schauen wir. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Dann sehen wir uns doch mal in der Garage um. Oh no, that poor little bird has been trapped in here. Also, na, der ist schon drin. Ich wollte gerade das Fenster zumachen. Aber Licht einschalten. Ich denke, ich kann nichts tun, oder? Ich muss aber vorher das Fenster aufmachen zumindest. Fenster öffnen. Sonst fliegt er mir von innen voll dagegen. Und wir erschrecken ihn nochmal. Und er ist draußen. Ich schließe das Fenster wieder, dass er nicht wieder reinkommt. Und wir haben den Vogel gerettet. So, und dann gehen wir mal in die Garage runter. Und gucken mal weiter nach Beweisen, ob wir noch irgendwas Wichtiges finden können. Oh. Er ist noch da. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Das werden wir nicht. Wir passen auf uns auf. Ist was? Was haben wir hier ansehen? Looks like David already booked a room. Der Blockhotel. Da ist also David zu finden. Warren, was hast du denn Interessantes zu sagen? Dass du sie abgewiesen hast, echt? Okay, wir gehen also immer noch mit Warren ins Autokino. Aber jetzt durchsuchen wir als allererstes die Garage. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Und was haben denn meine Augen da hinten schon wieder erblickt? Ich habe definitiv schon mal ein Fotomotiv gefunden. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take. Excuse me. Just one picture, please. Und dann machen wir davon mal ein Foto. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Aber wir stellen mal die Planke wieder zurück. Oh, thank you. Sleep tight, my eggy wags. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, whatcha hiding?
Aber wir wissen theoretisch noch den Code, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich tippen? Nein, nein. Ich muss klicken, okay. 7 1 7 1. Und wir haben das Schloss aufgemacht. I knew that number would be important. Zum Glück war die letzte Aufnahme noch nicht so lange her und ich wusste die Nummer noch. Oh, Maps, Notes, Coordinates, Fotos of Kate, Nathan. Oh, yes. Wow, das hat sich gelohnt. Der hat ganz schön gestalkt, der David. Das hat sich gelohnt. Score. Back to Chloe now. Ach so, das war's schon? Ich habe schon alles auf Anhieb gefunden. Können wir Chloe eine Waffe mitbringen? Nein, ist immer noch abgeschlossen. Was liegt denn hier noch rum? Ist neu. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Ich kann es nicht mal lesen, mal kurz. Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß, Jean Prescott. Ach, Prescott hängt da auch noch mit drin. Mit bei David. Das wird ja immer interessanter. Aber dann gehen wir mal hoch, zurück zu Chloe. Sie wartet bestimmt schon. It's amazing how much drama this living room has seen. Hallo? Nach oben? Hä? Achso, Chloe. Chloe rufen. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Dann besuchen wir also noch Kate im Krankenhaus. This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day. Good thing you ignored me. I had no idea what shit she was going through. And you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes, I'm on it. Oh, sie freut sich. Max! Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book.
Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Wir setzen uns natürlich gleich hin, aber zuerst schauen wir uns mal ihre Zeichnung an. Oh, I love Kate's happy rainbow flock. Ja, die Zeichnung wird wieder etwas glücklicher immerhin. Was haben wir denn hier für ein schönes Buch? Good to see that Kate is still working on her book report. Stuhl hinsetzen, können wir gleich machen natürlich. Vorher schauen wir es noch in die Richtung. Nein, wir verlassen das Krankenhaus noch nicht. Hier haben wir ja noch ein Bild. Wer ist denn da drauf? Alles schön. Thank you, sisters. You really saved Kate. Das stimmt, ihr habt Kate wirklich gerettet. Hier haben wir noch die Postkarten. That is so sweet. Even Victoria signed. But not Nathan. Wen haben wir denn alles? Daniel, Max, Zachary, Luke, Warren, Victoria, Trevor, Rory, Alyssa, kenne ich jetzt nicht. Kann ich lesen? Hayden, Justin, Stella. Kann ich das? Nee, okay. Wäre auch komisch gewesen, hätte ich die Unterschrift nicht übersetzen können. Brooke fehlt, ehrlich gesagt, soweit ich das sehe, auch noch. Das wäre jetzt noch jemand, der mir einfallen würde. Was haben wir sonst noch hier weiter? Victoria Chase might be Queen Bitch, but she's not evil. Kate, ich weiß, du hasst mich und aus gutem Grund. Aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst. Vic. Okay. Das hat sie wohl vielleicht doch wirklich gemerkt, wie viel Scheiße sie angestellt hat, Victoria. Und wir haben hier noch einen Brief. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Von Raymond Wells an Kate Marsh. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für Ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in ihrem Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an Sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Mit freundlichen Grüßen, Director Way Wells. Und dann reden wir zuerst mit Kate oder wir setzen uns mal zuerst hin. Vielleicht kann ich von da aus auch noch mit Kate reden? Oder Max, gibt eine kurze Zusammenfassung? It's amazing to just sit here quiet with Kate again. I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing. But whoever said we only have a single fate? Time travel is such a mindfuck. Dann stehen wir wieder auf und reden noch. Zu guter Letzt, oder können wir uns hier noch... Ah, wir können uns hier sogar noch umsehen. Hier haben wir noch was. If this gets Kate through the night, so be it. Warum nicht, wenn es ihr hilft? Ah, und hier haben wir noch die Blumen. Die können wir uns auch noch ansehen. Those are nice flowers. And from Taylor? Wow, props to her. Ja, Respekt. Und dann schauen wir uns die Blumen noch an. That is so good to know that Kate is drawing again.